aufwachen. Hier ist die Amüsiermeile. Hey, das macht 25. Willst du wirklich noch weiterziehen, so wie du aussiehst? Bist ein zäher Bursche, ja? Ja, danke. Na dann. Hör mal, für ein paar extra Scheinchen kannst du eine Runde in meinem Taxi pennen. Entschuldigung, wo ist die Wuba? Die Wuba? Ja. Der ist nicht von die hier. Ist gleich da vorn. Auf der rechten Seite. Wo bist du? Gerade angekommen. Wieso sehe ich dich da nicht? Lass sie weg, Mann. Ich meinte auf der Amüsiermeile. Ich warne dich, versau's nicht wieder. Du könntest ruhig ein wenig freundlicher sein. Es ist mir wirklich wichtig. So wichtig, dass wir nicht zu Hause darüber reden können? Hey, was soll denn das? Wieso rennst du einfach? Ich hab dich 6 Monate nicht gesehen. Ich habe Raum 7 für uns reserviert. Setz dich rein und warte. Ich komme danach. Wieso tust du mir das an? Oh, Verzeihung. Heute nur mit Einladung. Mit Einladung? Wir feiern unser 3-jähriges Bestehen. Ich bin hier verabredet mit Miao Chong. Ich frag mal nach. Sekunde. Captain Chong, treten Sie ein. Danke. Sie wissen, wer ich bin? Sie werden erwartet. Ich habe gerade die Gästeliste kontrolliert. Okay. Kommen Sie rein, feiern Sie mit. Verzeihung, Sir. Bitte geben Sie Ihre Jacke an. Vielen Dank. Die Bar feiert Geburtstag. Deswegen bin ich doch hier. Ich will über Ihre Feier Captain Chong! Captain! Hey, erinnern Sie sich noch an mich? Ich bin Reporterin Ye Zhu. Das ist Quan Chi, mein Kameramann. Ermitteln Sie in einem Fall oder sowas? Ich bin privat hier, also... Interessant. Polizisten sind ja auch nur Menschen, nicht wahr? Ich brauche unbedingt mal wieder eine gute Story. Das letzte, worüber ich berichtet hatte, war ein Betrunkener, der angeblich... Könnten wir uns vielleicht ein andermal unterhalten, ja? Raum Nummer 7, wo ist der? Was? Raum Nummer 7. Ah ja, der Besuch ist da. Eine Sekunde Geduld, Sir. Viele Menschen sagen, das Leben ist wie ein guter Cocktail. Man muss es genießen. Dann ist das eine wahre Wohltat. Oh, das ist der Besitzer, Mr. Wu. Hallo, Zhang Wu. Tag. Wang Chong. Und wie gefällt's Ihnen? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ja, genau. Einmal drin gibt's keinen Entkommen. War nur ein Witz. Miao ist noch nicht hier. Ich zeig Ihnen ein wenig den Laden, okay? Kommen Sie, bitte. Das hier war mal eine Fabrik. Sie wurde allerdings aus Sicherheitsgründen geschlossen. Warten Sie mal, wie lange der Umbau gedauert hat. Mr. Wu. Hey, das ist Mr. Chong. Jungs, Mr. Chong. Keine 2 Monate. Denn jede Bar will doch irgendwie was Besonderes sein. Und als ich das hier sah, all das Zeug, habe ich nur wenig verändert. War das mit den Piranhas Ihre Idee? Ja. Ist das nicht illegal? Laut Tierschutz nicht. Brauchen die nicht Bewegung? In so einem Minibecken gehen die doch ein. Nein, das sind anpassungsfähige Tiere. Wie gut kennen Sie Miao? Sie ist ein Stammgast. Sie sagte, Sie sind Geschäftsmann und hätten nie Zeit. Sie hat schon immer gern Geschichten erfunden. Hilfe! Halt, keine Bewegung! Hilfe!
Das hier ist mein Lieblingsraum. Kommen Sie doch her und trinken Sie was. Danke. Wir reden später, wenn die Gäste weg sind. Herzlich willkommen zum dritten Geburtstag der WUBA, Ladies und Gentlemen. Dann lassen wir es mal richtig krachen. Raum 7 ist gleich davon. Du hast mir nichts von deiner Party gesagt. Entschuldigen Sie mich bitte kurz. Hättest du mir das früher gesagt, müsste ich meine Kunden jetzt nicht versetzen. Ist ja eine Ewigkeit her. Deine Haare sind kürzer und du warst beim Lift. Nicht anfassen, ist noch frisch. Und was darf ich Ihnen anbieten, Sir? Danke, hab aufgehört. Oh, na kommen Sie, trinken Sie was. Was soll mein Chef sonst von mir denken? Vergiss es. Der ist so störrisch wie ein alter Esel. Also gib's auf. Bring ihm einen Saft oder sowas. Ja, hol ich sofort. Ja, ich bin jetzt da. Verstehe. Du hast ein Tattoo? Das ist schon dabei. Ich habe noch viel mehr davon. Kannst sie eben nur nicht sehen. Du hast dich ziemlich verändert in letzter Zeit. Tja, dafür bist du allerdings immer noch ganz der Alte. Wieso hast du Mr. Wu angelogen? Ich sei Geschäftsmann und hätte nie Zeit. Hätte ich ihm etwa sagen sollen, dass du als Vater und Kopf ein Vollversager und ständig pleite bist? Bitteschön, hier ist Ihr Saft. Wie läuft dein Krankenhauspraktikum? Ach, auf einmal interessiert's dich? Ist das eine frische Wunde? Mhm. Hast du die versorgen lassen? Woher hast du die? Nicht der Rede wert. Alles klar. Ich frag auch nie wieder. Ich hatte diesen Einsatz heute Morgen. So ein Kerl hatte einen anderen mit einem Fleischspieß erstochen. Stand auf einem Hochhaus und drohte mit Selbstmord. Bringst du jetzt oder was? Ich will nach Hause! Ganz ruhig bleiben, ja? Ich habe drei Bedingungen. Erstens, ich will meinen Ofen zurückhaben. Okay. Zweitens, ich bezahle keine Geldstrafe. Und drittens... Ich werde nicht in den Knast gehen. Hey, bist du wahnsinnig? Wir versuchen genau das zu verhindern. War es denn wert, ihn zu retten? Jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Wolltest du vorher schon mal springen? Nein, noch nie. Versuch, auf dem Kissen zu landen. Wieso sollte ich? Naja, du kannst aber auch... Vergiss es, Mann! Keinen Schritt weiter, geh zurück! Na los! Gibt es jemanden, mit dem du reden möchtest? Ich will mit ihr reden. Mit dem Mädchen von dem Plakat. Hol sie her. Ich rede nur mit ihr. Der Einsatz dauerte schon Stunden. Wir waren alle ziemlich erschöpft und ich befürchtete, er würde tatsächlich springen. Also hast du mit ihm gesprochen? Nicht so ganz. Hm? War völlig außer sich, ging auf mich los und wollte mich zu Schaschlik verarbeiten. Und für so jemanden riskierst du dein Leben. Ich finde, er war es nicht wert. Also, was wolltest du mir denn so Dringendes mitteilen? Das wirst du gleich rausfinden. Nein, nein, vertrauen Sie mir, das sind alles nur hohle Gerüchte. Glauben Sie nichts von all dem. Gut, bis dann. Verzeihen Sie, ich bin hier zu. Ich weiß, wer Sie sind. Dürfte ich Sie interviewen? Kommt nicht in Frage. Der Mann kommt mir bekannt vor. Machen Sie einen Termin aus. Eine Immobilienhai, stinkreich. Ist oft hier. Besonders wegen der Frauen. Mr. Neo, darf ich Ihnen diese bezaubernde Dame vorstellen? Sie werden sich prächtig verstehen, denke ich. Ein reizendes Geschöpf. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich, dass Sie hier sind. Lassen wir diese Floskel. Trinken wir was. Champagner, bitte. Und Sie duften so herrlich. Kommen Sie, wir machen es uns gemütlich. Woher kennst du diesen Mr. Wu eigentlich? Er kam in mein Krankenhaus wegen einer alten Verletzung. Was hältst du so von ihm? Ich weiß ja nichts über ihn. Verzeihen Sie, Mr. Chong. Ich musste einige Gäste begrüßen. Oh, du siehst heute so anders aus. Mal was Neues. Yang und ich, wir beide sind zusammen. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Musik.
Ich werde sie beide mal wieder allein lassen. Das ist nicht richtig. Nimm es einfach hin. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Er ist doch viel zu alt für dich. Das macht mir nichts. Er ist in meinem Alter. Na und? Wen juckt's? Dieser Mann ist nicht gut für dich. Sieh dir doch an, was er für ein Geschäft führt. Demnächst tanzt du noch in diesen Käfigen. Und wenn, wäre es meine Entscheidung. Du hast mir rein gar nichts zu sagen. Wieso gerade er? Was gefällt dir an ihm? Er gibt mir Sicherheit. Dieser zwielichtige Heini gibt dir mehr Sicherheit als ein Polizist? Er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Ganz im Gegensatz zu meinem Vater, dem Superbullen. Darum geht es. Hey, lass mich durch. Ich will sehen, was bei euch so los ist. Beruhigen Sie sich bitte. Ich möchte nur Ihre Einladung sehen. Einladung? Ja, hier. Hä? Danke, Sir. Sir, ich bitte Sie, was soll das? Kommen Sie her. Ich weiß, dass du mir nicht verzeihen wirst. Ich fühle mich wie eine Vollweise. Bitte sag so etwas nicht. Morgen jährt sich ihr Todestag. Hör auf, von ihr zu sprechen. Als Mom noch am Leben war, warst du so gut wie nie zu Hause. Du weißt nicht, was da abging. Ich war mal so krank. Da hat sie mich auf Händen zum Krankenhaus getragen. Aha, hier bist du, du schmierige Fettbacke. Was soll das? Und jetzt, wo sie tot ist, sorgst du dich auf einmal um mich? Na, vielen Dank auch. Entschuldige mich kurz. Hey, lass sofort den Mann los! Was glaubst du, wer du bist? Mich stich nicht ein! Ich will einfach nur mein Geld von diesem Halsabschneider. Dann bin ich wieder weg! Ich misch mich aber ein und jetzt lass ihn los! Er soll mir einfach nur meine Kohle geben! Hast du dein Leben satt, Junge? Wenn du so fragst, ja, das habe ich! Und ich gebe euch alle mit in die Hölle! Alter, ganz ruhig, das war doch nur ein Spruch. Seid ihr alle bereit zu sterben? Hör zu, beruhige dich, trink was und lass uns drüber reden, okay? Nein, ich will sofort mein Geld! Und klar, aber so wird das nichts, glaub mir, Kumpel! Wo kommen die nur immer her? Hey, erzähl mir lass nicht, mich was mal, ich ja? zu tun hab! Was willst du denn, hä? Ich will nur gepflegt einen trinken, aber ohne Feuerwerk. Könntest du bitte... Hä? Ist doch alles halb so wild, davon geht die Welt nicht unter. Doch, für mich aber schon! Findest du das witzig? Um was geht es hier eigentlich? Er schuldet mir meinen Lohn für die letzten 10 Jahre! Hörst du gern Musik? Musik macht mich immer so traurig! Willst du mich etwa verarschen? Hör auf, lass es, lass es! Komm mit, Kumpel. Ich geb dir einen aus. Was hältst du davon? Klingt doch gut. Du! Wenn du mich verarschst, dann kracht's! Also keine Tricks! Hey, wo soll es denn hingehen? Mein Ernst! Ich will heute mein Geld! Mach dir etwa Angst? Naja, weißt so du... So viel Geld hab ich nicht dabei! Ich hab dich gewarnt, dafür wirst du jetzt büßen! Komm morgen in mein Büro, dann... Darauf falle ich nicht mehr rein! Boah, das war ja der Hammer. Du hast mir den Zahn ausgeschlagen, Mann. Na, Trappen, wusste ich's doch. Oh, ich hab schon die Polizei gerufen. Gut. Sag mir, dass du das drauf hast. Sie lief nicht. Hm? Ich brauche hier noch 2, 3 Leute. Und ruft einen Krankenwagen. Oh. Nein, bewegen Sie ihn nicht. Ich muss ihn untersuchen. Ihnen fehlt nichts. Doch, einer meiner Schneidezähne. Wo willst du denn hin? Ich gehe zu Young. Setz dich bitte kurz. Kann mir denken, was du sagen willst. Captain, ich bin gleich bei Ihnen. Erst interviewe ich einen anderen, okay? Schön warten. Ein paar Minuten. Ich muss komm zurück in meinen Nachtclub. Da warten Kunden auf mich. Nur eine Minute. Du hältst wohl alle hier für verrückt, was? So ein Vorfall wie heute... Ist zwar nicht alltäglich, aber hier passieren oft seltsame Dinge. Du denkst einfach viel zu viel nach. Das ist doch gut so. Für dich ist jeder immer sofort verdächtig. Kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Abends! Ich
lassen Sie uns gehen. Bitte. Wer sind Sie? Was wollen Sie denn von uns? Wieso haben Sie das getan? Wir haben einfach in den Käfig. Also lassen Sie uns einfach gehen. Los. Wir sagen auch nichts, ehrlich. Du fühlst dich wohl ganz besonders stark, was? Komm doch her. Willst du es mit uns allen aufnehmen? Bist du so stark? Nein, lass, Baby. Lass das. Du mieses Schwein! So, und jetzt rein in den Käfig! Wieso? Wie lange war ich bewusstlos? Wo? Ein paar Stunden waren es schon. Sie haben wohl den Schlaf gebraucht. Wieso haben Sie das getan? Werden Sie noch früh genug erfahren. Fragen Sie lieber, wieso die Polizei jetzt erst da ist. Wo ich Sie doch angeblich vorhin schon gerufen habe. Ich wollte eben alle Unbeteiligten aus der Sache raushalten. Wissen Sie, was Sie da tun? Ja, Geiselnahme. Ein Schwerverbrechen. Darauf stehen rund 10 Jahre Gefängnis. Was ist mit meiner Tochter? Der geht's blendend. Sie wartet unten auf Sie. Ein fabelhaftes Mädchen. Sie kennen sie doch noch nicht mal richtig. Da haben Sie recht. Und dass Sie Polizist sind, hat sie nie erwähnt. Auch nicht, dass Sie als Vater versagt haben, genauso wie im Beruf. Es geht Ihnen anscheinend um mich. Sir, die treten uns gleich die Türen ein. Lass sie nur machen. Geh wieder runter. Okay. Wurden die von Ihnen benachrichtigt? Ja. Entschuldigen Sie. Ich habe Ihr Telefon benutzt. Ach ja. Ihr Lieutenant hat versucht, Sie zu erreichen. Ich habe ihm die Situation erklärt. Er ist auf dem Weg. Sie haben eine eindrucksvolle Laufbahn hinter sich. Erst die Army, dann eine SWAT-Einheit, jetzt die Kriminalpolizei. Ein paar Orden haben Sie auch. Dann wurden Sie degradiert. Wofür eigentlich? Sie haben sich gut vorbereitet. Schade, dass es mit Ihrer Familie den Bach runterging. Doch bei Ihrem Gehalt konnten Sie ihr leider nie viel bieten. Muss ja wirklich deprimierend sein, nicht wahr? Solche Menschen wie Sie werden nie verstehen, was Familie bedeutet. Lieutenant, Sie sind schon da? Wo stecken Sie? Ah, der Verkehr. Beeilen Sie sich. Sie sollten Ihre Forderungen möglichst bald stellen. Vielen Dank für Ihren Rat. Ich weiß, was ich zu tun habe. Einige der Geiseln sind verletzt. Die Polizei wird ungeduldig werden. Zerbrechen Sie sich nicht meinen Kopf. Spielen Sie mit offenen Karten. Also gut. Ich habe es auf Sie abgesehen. Irgendeine Ahnung, warum? Dafür habe ich zu viele Feinde. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich eine Bande Autoschieber aus der Gegend verhaftet. Wir sind nicht genügend Männer, also müssen wir koordiniert vorgehen. Einer am Wagen. 5 im Transporter. Der mit den grauen Haaren ist der Boss. Kennen Sie den Mann mit den grauen Haaren? Er heißt Yu. Den kennt eigentlich jeder.
Keine Bewegung! Halt! Ruhig bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Hey! Ist er reingegangen? Den schnapp ich mir! Er ist bekannt für seine äußerste Brutalität. Es wäre Selbstmord, ihn allein stellen zu wollen. Hey, Bulle. Lust auf ein Tänzchen? Okay, aber nur, wenn ich führen darf. Nichts. Irgendwann bist du fällig. Das sagen sie alle. Späte Rache von Yu. Dieser kleine Gangster. Ich sagte, ich kenne ihn, aber er ist nicht meine Liga. Eine Menge Leute nutzen seinen Ruf, um sich künstlich aufzublasen. Ist nicht mein Stil. Ah, Lieutenant. Endlich sind sie da. Ja, ich plauder gerade mit ihm. Dem geht's gut. Lösegeld? 80 oder 90 Millionen in kleinen, nicht markierten Scheinen. Versuchen Sie nicht, mich hinzuhalten. Verärgern Sie mich nicht. Ich stelle hier die Bedingungen. Hören Sie, ich weiß zwar nicht, was Sie vorhaben, aber Sie sollten konkretere Forderungen stellen. Ihr Lieutenant ist ein kleiner Hitzkopf. Egal, was es ist, ich bin mir sicher, dass es möglich ist. Nur führen Sie den Lieutenant nicht an der Nase herum. Es geht Ihnen doch gar nicht ums Geld. Ja. Clever. Alles klar. Ich suche einen alten Freund. Und Leute aufzuspüren, ist ja ein leichtes für Sie. Aber dieser Freund wohnt nicht in der Stadt. Irgendwo außerhalb. Alle übrigen Fragen beantworte ich später. Das weiß ich. Das ist doch Ihr Problem. Machen Sie sich auf die Suche. Können wir jetzt vernünftig reden? Sie wollen also reden? Soll das ein Test sein? Sparen Sie sich das. Ach ja, stimmt. Sie wurden schon angeschossen. Ich bin neugierig. Wie fühlt sich sowas an? Wie ein wuchtiger Schlag mit der Faust. Als nächstes wurde die Schulter taub. Danach der halbe Oberkörper. Und dann fühlt man nur noch einen stechenden Schmerz. Schmerz? Schmerz ist mir bekannt. Besonders dieser stechende. Sie meinen Ihr Bein? Nein. Das ist eine alte Wunde. Der Fahrer des Pickups, halten Sie sofort an! Zwei Personen männlich, einer von ihnen humpelt. Das entführte Kind liegt wahrscheinlich auf dem Rücksitz. Haben Sie schon mal jemanden als Geisel genommen? Ich kann das Kind sehen,
also nicht schießen. Und keine Rambo-Aktion. Bleibt auf Abstand, denkt an das Kind. Um die beiden. Ich bleibe unter der Führung. Wo bleibt die Verstärkung? Wagen 2 ist ausgefallen. Das trifft die Sache schon eher. Aber hören Sie, Lieutenant. Wollen Sie eine Podiumsdiskussion mit mir starten oder wollen Sie handeln? Richtig. Es geht mir nur um diese Person, um nichts anderes. Nein, nicht versuchen, tun Sie es einfach. Ich melde mich in 5 Minuten. Wo waren wir gerade? Ach ja, Sie wollten reden. Wie geht's den Jungs? Schau dir zu, Kai hat sich den Arm gebrochen. So ein Mist! Captain, die Verstärkung ist gleich bei Ihnen. Halten Sie durch. Keine Angst. Ich bin einer von den Guten. Bleib schön hier stehen. Die Kollegen nehmen dich mit. Schön da stehen bleiben. Wo ist dein Partner hin? Es ärgert mich, dass wir den zweiten Kidnapper nicht auch erwischt haben. Das heißt, er ist immer noch auf freiem Fuß. Ist eine prima Geschichte, aber sie liegen falsch. Ich verurteile Menschen, die Kindern was antun. Ach ja? Die Rush-Hour ist mittlerweile vorbei. Es sollte nicht länger als 3 Stunden dauern. Den Geiseln? Denen geht's fantastisch. Sie werden versorgt. Sicher, ich sehe gleich mal nach. Dauchi, komm hoch. Ich will, dass du ein Auge auf den Captain wirfst. Alle anderen bleiben schön ruhig. Es gibt auch ein bisschen Musik zum Entspannen. Hey, Kumpel. Darf ich einen Schluck? Hiervon? Zur Beruhigung, was? Nur einen kleinen Schluck. Das Zeug ist heftig.
sind frei. Wir bekommen keine Luft. Stechen? Keine Luft. Vielleicht hat er sich verschluckt. Hilft der Mund-zu-Mund-Beatmung. Dann geht's nicht zu weit. Dann geht jemand Mund-zu-Mund-Beatmung. Den Mann muss geholfen werden. Entschuldigen Sie doch bitte. Stehen Sie da nicht so hoch? Das deutet ja nicht hart genug. Verstört uns! Was ist denn das hier für ein Gebrüll? Was soll das Theater? Okay, alle zurücktreten. Los! Ich muss ins Krankenhaus. Wie können Sie nur sowas machen? Mir geht's gut. Alles soll doch nicht wahr sein. Das war alles nur gespielt. Einfach auftreten. Er lag da schon unten. Das gibt's doch nicht. Was? Nein. Eines hochdekorierten Polizisten. Wo genau stecken Sie? Erzählen Sie mir nichts. Ich warne Sie. Wenn Sie diesen Mann nicht herschaffen, wird das Konsequenzen haben. Also strengen Sie sich an. Ihre Dienstvorschriften sind mir egal. Hier rein? Wozu? Denen geht's gut. Nein, ich stehe zu meinem Wort. Sobald dieser Mann hier drin ist, lasse ich alle Geiseln gehen. Komm sofort her! Naja, alle bis auf Ihren Captain. Ich kann Sie nicht freilassen. Noch nicht. Aber ich gebe Ihnen alles, was Sie brauchen. Dann mach die Tür auf. Was willst du? Ich muss zur Toilette. Oh, hey, ich muss auch. Sonst noch Wünsche? Geh raus. Los, raus hier! Du bist noch hier. Hat er dir was getan? Es tut mir so leid. Ich meinte alles nicht so. Und ich habe mich nur so angezogen, um dich zu ärgern. Ich hätte dich nicht vernachlässigen dürfen. Du bedeutest mir doch so viel. Hier, bewahr das für mich auf. Sei vorsichtig, ja? Ich brauche dein Telefon. Die Telefone. Sie haben sie uns abgenommen. Sie liegen auf dem Tisch unten in der Halle. Aber da... Die Zeit ist um. Hier ist Netsu für den Live-Channel mit einem lebensgefährlichen Exklusivinterview. Denn ich bin eine Geisel. Hinter mir sehen Sie den Drahtzieher dieser grauenvollen Tat. Darf ich das so sagen? Aha. Mr. Wu hat sich bereit erklärt, seine Beweggründe zu... Hey! Oh, hier ist noch eine Geisel. Ich will an die Bar. Ich möchte etwas trinken. Lass sie. Wieso tun Sie all das? Vielleicht, weil ich psychisch instabil bin. So wie alle Geiselnehmer. Was denken Sie? Und bitte keine falsche Scham. Es geht nicht darum, was ich denke, sondern weshalb Sie dieses Verbrechen begehen.
Ein Verbrechen? Ich will nur für Gerechtigkeit sorgen. Nur darum geht es. Nimm die Finger weg! Ist schon okay. So, das reicht jetzt. Zurück in den Käfig, los! Warten Sie, ich war noch nicht fertig. Mr. Wu, Sie hatten es versprochen. Ich... Nur noch eine letzte Frage. Hast du dich abreagiert? Ich war nur der Lockvogel für meinen Vater, richtig? Wenn du so direkt fragst, ja. Du hast mich also nur benutzt. Sagen wir es so, ich hab dich in meine Pläne eingespannt. Was mich nicht besser macht als deinen Vater. Die Sicherheit, die du suchst, kann ich dir leider nicht geben. Genauso wenig wie er. Lieutenant, hier ist Captain Chong. Ich habe nicht viel Zeit. Geht es Ihnen gut? Ich bin unverletzt, habe mich versteckt. Geben Sie mir einen Bericht. Es sind über ein Dutzend Geiseln hier drin. Insgesamt 4 Geiselnehmer. Einen konnte ich schon ausschalten. Der Anführer heißt Yang Wu. Er hat eine alte Verletzung am linken Bein. Was ist das für ein Mann, den er sehen will? Er verlangt nach einem Gefängnisinsassen. Wie ist sein Name? Jia Fu Wei. Jia Fu Wei? Der Chief hat's bereits abgesegnet, besorgt gerade die nötigen Papiere. Ich habe hier draußen ein SWAT-Team und Scharfschützen in Position. Aber ich brauche eine Beschreibung der Bar. Es gibt hier 2 Stockwerke. Die Geiseln sind in einem großen Käfig eingeschlossen auf der Tanzfläche, bewacht von 3 Geiselnehmern. Mein Zugriff wäre momentan... für Waffen, die verfügen. Also kein Zugriff. Alles klar, verstanden. Die Männer bleiben auf ihren Positionen, bis sie grünes Licht geben. Was? Dieser Mistkerl hat mich umgehauen! Ich muss auflegen. Dann such ihn! Okay. Du vertrotteltes Riesenbaby! Mit deinem Brotmesser wirst du aber nicht viel anrichten können. Miao sagte mir, dass Sie Ihr absoluter Held gewesen sind, als Sie noch klein waren. Sehen Sie sich an, was aus Ihnen geworden ist. Wir sollten uns unterhalten. Oder wie sagten Sie vorhin?
Können wir jetzt vernünftig reden? Nein, kümmere dich nicht um mich! Ich habe eine Idee. Prüfen wir doch mal den Mythos Piranhas. Ob sie tatsächlich auf Menschen losgehen. Komm nicht raus, Dad! Doch, das sollten sie. Denn eines ist schon mal sicher. Eine zerfleischte Extremität. Kann man nicht wieder annehmen. Halt! Dad! Du hättest nicht rauskommen dürfen. Nein, tu das nicht. Ich bin es, den Sie wollen. Lassen Sie sie los. Da ist er ja wieder, der Held. Aber leider ein bisschen zu spät. Setzen Sie sich. Langsam. Lass mich durch. Beiseite. Geht's? Captain Chong, Sie sind also doch nicht privat hier. Wussten Sie von der Geiselnahme? Sind wir in Gefahr? Hey, Sie da. Was sind das für Fragen? Sind Sie überhaupt eine richtige Journalistin? Was habe ich denn falsch gemacht? Ihre Fragen sind gar nicht wahr. Ich habe nachgefragt. Das Interview wird doch eh niemals gesendet. Ich habe 4 Semester lang studiert. Das reicht doch wohl. So was arbeitet beim Fernsehen. Mir geht es gut. Denken Sie, die Polizei wird uns befreien? Ich nehme mal an, dass man alles dafür tun wird, ja. Sieht echt übel aus. Ich trau dem Ganzen irgendwie nicht. Was wollen die denn nun von uns? Diese Geiselnahmen laufen doch immer wieder schief. Und am Ende sind alle von uns tot. Machen Sie uns ruhig Mut. Jeder von uns ist sein Geld wert. Das Lösegeld wird bezahlt und wir können alle gehen. Ich kenne Yang Wu sehr gut. Er ist ein wohlhabender Mann. Es geht ihm nicht um irgendwelches Geld. Gibt es einen Hintereingang? Wozu sollte er Nein, nur diesen einen Haupteingang. Er hat den Hintereingang zugemauert. Hey, was ist dein Vater von Beruf? Er ist ein Polizist. Vielleicht spielt ja auch gekränkte Eitelkeit eine Rolle. Eine verschmähte Liebe. Wenn es einer schafft, dann nur mein Vater. Jetzt erkenne ich Sie. Sie sind der Apotheker. Ja, genau. Man hat versucht, mich zu beklauen. Und Sie sind der Polizist. Ohne Uniform habe ich Sie nicht gleich erkannt. Sie war damals auch dabei. Sie heißt Lan Mei. Und Mr. Niu war ebenfalls dabei. Wir haben uns also alle schon mal getroffen. Chong, was haben Sie jetzt vor? Das kann doch kein Zufall sein, dass wir alle hier zusammen eingesperrt sind. Hören Sie auf mit diesem Müll. Und jetzt zu Ihnen. Was immer Sie auch mit Mr. Wu zu klären haben, wieso ziehen Sie uns damit rein? Wir haben damit nichts dafür zu tun. Lassen Sie mich los und erziehen Sie nicht so einen Schwachsinn. Chief Chang. Guten Tag, Sie sind es persönlich. Es ist mir eine Ehre. Der Chief. Denen geht's gut. Mit wem redet ihr denn da? Sie wollen sich davon überzeugen? Dürfen wir jetzt endlich gehen? Bitte schön, da sind Sie. Bei bester Gesundheit und guter Laune. Ich bin Polizeichef Guai Min Chang. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich werde alles tun, um Sie da rauszuholen. Wie lange wird das noch dauern? Warte. Wir müssen Geduld haben. Ich will, dass du jeden hier filmst. Und jetzt reden wir Tacheles. Jeden Einzelnen. Wieso ist mein Freund nicht hier? Wollen Sie mich hinhalten? Wir brauchen einfach mehr Zeit. Die Umstände sind nicht... Interessiert mich nicht. Sie haben 5 Minuten. Ich bitte Sie, geben Sie mir wenigstens 10. Einverstanden. In 10 Minuten fange ich an, Geiseln zu erschießen. Mr. Wu, dürfte ich Sie sprechen? Unter 4 Augen. Raus mit der Sprache. Nur wir 2, bitte. Aber keine Tricks, verstanden? Also, was genau wollen Sie wissen, Captain? Sie brauchen doch nur eine Handvoll von uns. Wieso haben Sie den Rest nicht gehen lassen? Die sind für mich so eine Art Zusatzversicherung. Und wer hat behauptet, der Rest sei unschuldig? Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben einen ausgeklügelten Plan. Das weiß ich. Aber er wird so nicht funktionieren. Was meinen Sie damit? Ihnen fehlt ein Vermittler. Sagen Sie mir, was Sie vorhaben. Ich werde Ihnen helfen. Ein Cop hilft einem Kriminellen, ist das ein Witz? Ich kenne jede kleinste Info über diesen Fall. Ich brauche keine Infos. Sie warten doch auf Chai Fu Wei. So viel zu Ihren Fragen. Jetzt bin ich dran. So ein Fall wie damals kommt nicht oft vor, oder? Es gibt viele solcher Taten. Und wie viele davon haben Sie bearbeitet? So ungefähr 100 im Jahr. Wie viele Cops sterben pro Jahr? Letztes Jahr wurden 400 Polizisten im Dienst getötet.
Und wie viele Geiseln wurden getötet? Manchmal passieren Unfälle. Unfälle? Vielleicht passiert ja heute auch so ein Unfall. Wäre schön, wenn heute niemand zu Schaden kommen würde. Ich auch nicht? Ja. Jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Diese Philosophie vertrete ich schon lange nicht mehr. Wozu dann die sorgfältige Vorbereitung? Captain, Sie haben doch meinen kleinen Hobbyraum entdeckt, nicht wahr? Sie kennen all meine Geheimnisse. Und Sie wissen genau, dass es mir nicht um irgendwelches Lösegeld geht. Also worüber reden wir noch? Ich habe gesehen, Sie waren mal Muay Thai-Boxer. Na gut, ich verkürze Ihnen die Zeit mit einer kleinen Geschichte. Sie hatten sich doch gefragt, was mit meinem Bein ist. Als junger Mann ging ich mit meinem Vater nach Thailand. Kurz darauf beging er aufgrund von Wettschulden Selbstmord. Also musste ich sie abbezahlen. Und das Einzige, was ich gut konnte, war kämpfen. Es war nicht unbedingt mein Traumberuf, aber ich konnte mich schon immer gut zur Wehr setzen. Also geriet ich in diese Szene. Beim Kämpfen geht's darum, besser zu sein als dein Gegner. Aber die waren meistens keine Herausforderung. Verändert die Menschen. Es macht ein Leben unbezahlbar und ein anderes wertlos. Ich hatte geschworen, aufzuhören, sobald die Schulden getilgt sind. Doch während dieser Zeit war ich ein völlig anderer Mensch. Und als die Schulden bezahlt waren, konnte ich dennoch nicht aufhören. Der Wert hatte sich völlig verschoben. Vom Geld, vom Leben und vom Tod. Deshalb machte ich weiter. Sie wussten, Sie hätten jederzeit getötet werden können. Natürlich. Mein Kampfname war Spider. Ich habe nie verloren. Aber eine Spinne ist nur tödlich durch ihr Gift. Und illegale Kämpfe haben die gleiche Wirkung. Kennen Sie Ihre Männer vom Boxen? Zwei von ihnen waren die besten ihres Landes. Einer mit Stirnband, Pichon, war amtierender Champion. Wir mussten irgendwann aufeinandertreffen. Das war unausweichlich. Vor genau diesem Kampf hatte ich einen Höllenrespekt. Die Wetten schossen in die Höhe. Doch Fakt ist, je besser du bist, desto mehr bekommst du. Je mehr du bekommst, desto näher stehst du dem Tod. Erzählen Sie mir, was bei diesem Kampf passiert ist. Am Anfang waren wir uns ebenbürtig. Doch dann gewann er die Oberhand. In der nächsten Runde lässt er dich gewinnen. Die beiden Manager hatten also alles abgesprochen. Und vor der letzten Runde wurde mir mitgeteilt, dass es ein Kampf bis zum Tod ist. In der nächsten Runde tötest du ihn. Was mein Manager nicht wusste, war, dass ich nicht weiter töten wollte. Ich beschloss also, dass dieser Kampf mein letzter sein sollte. Ich gehe nach Hause und nehme ein paar Kämpfer mit mir. Der arme Bastard hatte keinen Schimmer, dass er auf der Abschussliste stand. Bis ich es ihm erzählte. Manager so zu blamieren, war mein Todesurteil. Aber ich konnte mit einigen Kämpfern entkommen und mich eine Weile verstecken. Ist also nicht selbstverständlich, dass ich heute vor Ihnen stehe. Wie kam dieser plötzliche Sinneswandel? Das ist etwas, was Sie nicht verstehen würden. Sie hatten ein hartes Leben. Das gibt Ihnen aber nicht das Recht, anderen Menschen Unrecht zu tun. Jeder hat ein Recht auf ein friedvolles Leben. Das Recht auf ein friedvolles Leben. Ich hatte kein friedvolles Leben.
Vor 5 Jahren kehrten Sie nach China zurück, nur aufgrund des Überfalls auf die Apotheke? Um die Wahrheit zu finden. Denn diese Welt ist voller Lügen, voller Krankheit. Und das hier ist Ihr Weg, die Wahrheit zu finden? Wie sagt es Sinatra? I did it my way. Nicht hinsetzen! Nicht hinsetzen! Nicht hinsetzen! Nicht hinsetzen! Na, das war jetzt aber knapp. Das Gute hätte beinahe gesiegt. Aber das Panzerglas hat es vereitelt. Gut, dass ich es eingebaut habe. Das war ein polizeilicher Standardvorgang, um die Geiseln zu befreien. Ihr Chief hat sich Zeit gelassen. Ich hätte wesentlich früher damit gerechnet. Halten Sie mich nicht für einen Möchtegern-Gangster! Wieso haben Sie mich gewarnt? Ich wollte Sie retten. Erst wollen Sie mir helfen und mich jetzt auch noch retten? Der Chief will Sie sprechen. Ist Captain John? Hören Sie, Chief. Ich kenne jeden Ihrer Schritte. Ihrem Captain geht's übrigens gut. Verschwenden Sie nicht weiter meine Zeit und geben Sie mir, was ich will. Was soll eigentlich diese Aktion hier? Da ist er ja. Schicken Sie ihn zu mir rein. Und wer ist das da? Ist das ein Witz? Ich gehe da nicht rein. Mr. Wu, es war schon schwierig genug, ihn aus dem Gefängnis rauszubekommen. Ich kann das nicht tun. Ich bin für seine Sicherheit verantwortlich. Sie verschwenden ja doch meine Zeit. Sie wollen also, dass er hier reinkommt? Denken Sie doch mal nach. Sie halten hier drin Geiseln und drohen damit, sie zu erschießen. Und das werde ich auch tun. Dann werde ich dafür sorgen, dass Sie ihn niemals zu Gesicht bekommen. Dann war das alles hier umsonst. Und der Chief wird schon einen Weg finden, Sie auszuschalten. Was wollen Sie damit andeuten? Dass ich die Sache regeln kann. Ich bin sozusagen Ihr Joker. Der Chief vertraut mir. Er wird ihn mir übergeben. Aber dafür verlange ich ein paar Geiseln. Überlegen Sie gut. Das Leben ist wie ein guter Cocktail. Man kann nie genug davon bekommen. Wir kommen jetzt bestimmt bald raus. Hey, ich habe das gemacht, was Sie wollten. Hier, das ist das Band. Ein schönes heißes Bad da und kommen mindestens 24 Stunden nicht mehr aus der Wanne. Okay. Okay, Will. Ja, das hört sich gut an. Ich möchte das jetzt nur. Und wenn Sie nicht wiederkommen? Sie haben mein Wort, das werde ich. Aber Way darf auf keinen Fall etwas passieren. Tja, dann werden Sie wohl meinem Wort vertrauen müssen. Wir werden uns gegenseitig vertrauen. Sie können 2 Geiseln auswählen, bis auf Ihre Tochter. Ich will alle unbeteiligten Geiseln. Keine Chance. Suchen Sie sich 2 von denen aus. Das ist viel schlimmer. Die, die Ihnen wichtig sind, bleiben. Der Rest wird mit mir rausgehen. Nein. Dann vergessen Sie's. Hey! 3 Geiseln. Auf keinen Fall. 3 Geiseln sind genug. Lassen Sie mich gehen. Ich bezahle auch. Wirklich, ich habe Geld. Das ist nicht nötig. Ich habe da eine Idee. Ihr 2 werdet die Sache austragen. Durch einen Kampf. Was? Das schafft er nicht. Wenn Sie gewinnen, dürfen Sie die Unwichtigen rausschaffen. Aber wenn Sie verlieren, gehen Sie allein. Dad, tu das nicht, das schaffst du nicht, lass es! Hören Sie auf Sie. Sie sind nicht mehr der Jüngste, das wird Dad. Verdammt peinlich werden. Also lassen Sie es. Na los! Ja, los! Kämpfen Sie! Sie ja, sind los! Ja. Halten Sie die Klappe, Sie müssen ja nicht kämpfen! Also gut. Dad! Ich kämpfe gegen ihn. Was soll denn das? Sie sind da, Bulle, Sie schaffen das! Dad, bitte sei vorsichtig! Es wird nicht lange dauern, dann werden Sie bettelnd am Boden liegen. Hier!
wirklich gut. Es wäre besser für uns, wenn er gewinnt. Beten Sie lieber für ihn. Geben Sie einfach auf, Captain. Und Ihre Qualen sind vorbei. Was ist? Dad, du musst für uns nicht den Helden spielen. Bitte. Haben Sie gehört? Geben Sie lieber auf. Vernünftig und bleiben Sie liegen. Dad. Sie sind ein harter Wunsch, aber Sie sollten jetzt aufgeben. Sonst sterben Sie. Wenn Sie aufstehen, bringt er Sie um. Aufgeben. Bleiben Sie liegen. Sie werden sonst auch aufgehen, meinten Sie. Machen Sie weiter. Bleiben Sie liegen. Ich schaffe ja nicht mehr. Hören Sie auf, das bringt nichts. Das ist ein ganz großer Sinn. Sie werden sonst auch aufgehen. Bleiben Sie liegen. Nein, tun wir Sie. Helfen Sie uns. Lassen Sie ihn los, Captain. Sie haben gewonnen. Ja.
geben Sie mir Ihren Schal. Wieso schießen Sie wieder ab? Er hat doch gewonnen! Und was jetzt? Ich will, dass meine Tochter gehen kann. Wenn Sha Fu Wei hier ist, darf sie gehen. Ich will aber nicht. Solange mein Vater hier drin ist, bleibe ich auch hier. Mein Angebot steht. So wie abgemacht, dürfen alle Unbeteiligten gehen. Aber vorerst bleibt es bei den dreien. Hä? Wieso denn? Nee, mir Wort gegeben. Es dient nur als Versicherung, falls er doch nicht zurückkommt. Sobald Sha Fu Wei in der Tür steht, dürfen auch die anderen gehen. Sie haben mein Wort. Und Sie dürfen wählen, wer jetzt geht. Mr. Wu, verstehen Sie das nicht falsch? Aber ich brauche einen Arzt. Darf ich die Leute rausbringen? Ich fühle mich auch nicht wohl. Darf ich mit dem Captain gehen? Hey, Yang! Wenn ich für dich nützlich sein sollte, dann bleibe ich hier. Das ist ich doch Das ist Ihre Entscheidung. Wen wählen Sie? Die beiden verletzten Geiseln. Und ich will ihn. Oh, was soll das denn? Ich bin viel wichtiger als die Verletzten. Nur ich? Ich allein? Nein, ohne meine Freundin gehe ich nicht. Lass mich nicht allein. Das nenne ich einen richtigen Mann. Es müsste noch viel mehr von deiner Sorte auf dieser Welt geben. Also gut, nimm deine Freundin mit. Sie darf gehen, schon wird er weich. Darf ich auch Ich möchte gehen? Auch gehen. Darf ich? Duda, weil ich dir einen Zahn ausgeschlagen habe. Ich? Ohne ihn? Geht nicht. Er gehört zu mir. Ja, stimmt, genau. Ich schuld ihm noch Geld. Du musst es ihm doch geben. Geben Sie ihm einfach Ihre Brieftasche. Da ist sicher genug Geld drin. Captain, lassen Sie uns nicht im Stich. Jetzt liegt es an Ihnen. Sie haben genau 10 Minuten. Und das meine ich ernst. Da kommen noch 4 Leute. Das ist einer der Geiselnehmer. Los! Sie haben mein Leben gerettet! Gehen Sie! Vielen Dank, Mann! Vielen Dank! Warten Sie, mein Freund! Diese 3 sind Geiseln! Mein Freund kommt noch! Schnell! Kommen Sie! Sind Sie verletzt? Chief Chang. Hier für Sie. Danke, aber mir geht's gut. Gut. Sehen Sie sich diesen Film an. Sofort, Sir. 3 bewaffnete Geiselnehmer. Wo befinden die sich? In der Haupthalle. Zusammen mit weiteren 16 Geiseln. Geht es den Geiseln soweit gut? Sie sind unverletzt, aber in keiner besonders guten Verfassung. Ach, Lieutenant. Sie wollten mit dem Zugriff auf mein Signal warten. Das hätte schief gehen können. Captain? Der Geiselnehmer will mit Ihnen sprechen. Ich werde Ihnen was verraten, wenn Sie sich für mich einsetzen, okay? Ich versuch's. Ich wurde reingelegt. Vorher ging's nicht um die Geiselnahme. Gehen Sie da nicht wieder rein. Das überleben Sie sonst nicht. Der Typ ist komplett irre, völlig durchgedreht. Er hat gesagt, dass keiner von uns da lebend rauskommen wird. Hey Mann, danke. Alle bleiben auf dem Boden, Ende. Diese Pläne hier sind von der Hausverwaltung. Sir, noch 8 Minuten. Mir fehlt nichts. Das ist anders, was auf dem Film zu sehen ist. Die Fenster zum Beispiel. Und die Türen sind aus dickem Stahl. 25 Zentimeter, da kommen wir nicht durch. Und die Wände sind 50 Zentimeter dick. Und den Hintereingang hat er auch zugemauert. Hier ist der Hausverwalter. Tag. Wieso konnte der Typ da so viel dran verändern? Es ist sein Mieteigentum, Sir. Es geht uns nichts an. Klasse. Bleiben Sie in der Nähe, falls ich Sie brauche. Das wird eine harte Nummer. Der hat sich eine Festung gebaut. Was ist mit dem Dach? Die Dachstruktur ist unverändert. Der einzige Weg da rein, fürchte ich. Noch 7 Minuten, Sir. Ich konnte Bilder von einer Bombe machen. Schon analysiert, Sir. Ist keine herkömmliche Bombe. Sehen Sie den Timer? Er wurde zu einer Art Sender umgebaut. Ich schätze, es gibt noch mehr Sprengladung. Der Dachzugriff fällt also auch raus. Irgendeinen Zugang muss es doch geben. Die einfachste Art, die Geiseln zu befreien, wäre, wenn ich mit Wei da reingehen würde. Er tauscht uns beide gegen 12 Leute. Hat er denn schon eingewilligt? Meine Mutter sagte vor ein paar Tagen, ich solle mich von Ärger fernhalten, dann würde ich früher entlassen werden. Das hier wäre überaus förderlich.
Es bedeutet Ärger. Ja, es mag gefährlich werden. Aber Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Und es wäre eine garantierte Fahrkarte in die vorzeitige Freiheit. Es wird wohl eher eine garantierte Fahrkarte in den Tod, Captain. Wir können Sie nicht zu dieser Entscheidung zwingen. Ich möchte Ihnen noch danken, dass Sie auf meine Mutter achten. Ich halte meine Versprechen. Jeder aus meiner Einheit hat ein Auge auf Ihre Familie. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe wenig Informationen über die Geiselnehmer. Bin ein Thailänder, Pichon ist Filipino. Und hier haben wir Wu. Kam vor 5 Jahren mit einem thailändischen Pass nach China. Erinnern Sie sich noch an Mei, das Opfer aus der Apotheke? Die Mutter verstarb und der Vater ging mit dem Bruder nach Thailand. Dort verliert sich die Spur. Yang Wu ist also Meis Bruder. Ja, das würde erklären, warum er nach Cha Fu Wei verlangt hat. Und von den Geiseln waren 3 damals auch in der Apotheke. Er versucht, den Abend zu rekonstruieren, um einen Schuldigen zu finden. In der Akte steht was von 5 Zeugen. Die übrigen beiden sind auch drin. Er kratzt also alte Wunden auf. Sir, nur noch 4 Minuten. Also, wie ist Ihr Plan? Wir schicken ihn mit einem falschen Cha Fu Wei vor die Tür, gefolgt von 2 Männern. Ein kleines SWAT-Team wird durch das Dach reingehen, genau zentral. Sie gehen runter, schalten die 3 aus und fertig. Die öffnen die Tür immer nur einen Spalt. Die Männer vor der Tür dienen nur als Ablenkung. Das funktioniert nicht. Chief, wir wissen nicht, wie lange die Männer brauchen, um das Dach zu öffnen. Und das Leben der Geiseln wäre in Gefahr. Ich werde mit ihm reden. Reden ist völlig sinnlos. Wu hat nichts mehr zu verlieren. Also wozu dann noch reden? Der Moment ist genau richtig für einen Zugriff. Wir gehen da rein und schalten ihn einfach aus. Ein Zugriff ist viel zu gefährlich. Und Ihr Plan ist es nicht? Ich habe ihm mein Wort gegeben. Wenn er merkt, dass er mir vertrauen kann, kann ich mit ihm reden. Scheiße, Sie tun doch seit 6 Stunden nichts anderes als reden. Genau, und dadurch wurden Leben gerettet. Ach ja? Ich habe bereits 3 Geiseln freibekommen und Sie? Hey, der Lieutenant macht sich doch nur Sorgen um Sie. Ich finde, 2 für 12 ist ein guter Deal. Hören Sie auf, es reicht. Laut Vorschrift geht der Rang niedere rein. Also der Lieutenant und nicht der Captain. Das hier ist mein Fall. Und ich habe auch mit dem Fall vor 5 Jahren zu tun. Also gehe ich da rein. Ich muss da rein. Eine von den Geiseln ist Miao. Chief, Sie wissen, was persönliche Befangenheit heißt. Hören Sie auf mit den Diskussionen. Chong geht da wieder rein. Keine Frage. Doch für Wei können wir kein Double benutzen. Ach. Nein, das würde sofort auffallen. Es funktioniert so nicht. Chief, Captain, er will, dass Sie das sehen. Wiederholen Sie, was ich sage. Noch 3 Minuten. Der Gangster sagt... Bitte? Mr. Wu sagt noch 3 Minuten. Dann wird er mich erschießen. Dann wird er mich... Er will mich erschießen. Und keine Spielchen. Und keine Spielchen, sonst wird er mich erschießen. Also bitte kommen Sie wieder rein, bitte. Ihre Zeit läuft davon. Chief? Chia Fu Wei ist einverstanden. Und wieso jetzt doch? Um seine Schulden zurückzuzahlen. Und er sagt, er will kein Feigling sein. Der Typ hat echt Eier. Ihre Einheit hat 3 Minuten, um aufs Dach zu kommen. Los! Zu Befehl, Sir! Bewegung! Schneller! Der Lieutenant will seinen Zugriff. Es liegt an ihm. Officer Jones, verschaffen Sie sich freies Schussfeld. Zu Befehl! Durch den hier können wir jederzeit hören, was da drin vor sich geht. Der Scharfschütze braucht noch ein paar Minuten, also verschaffen Sie sie ihm. Er ist auch Ihre Versicherung. Ich warte auf grünes Licht. Hier, zur Sicherheit. Hören Sie wegen vorhin, verstehen Sie das nicht falsch. Ich will nur nicht, dass Sie draufgehen. Vielen Dank. Versuchen wir es zuerst auf meine Art, Lieutenant. Kein Zugriff, solange ich die Situation unter Kontrolle habe. Na dann passen Sie auf sich auf. Genau lachen Sie denn? Der Anzug sieht kuschelig warm aus. Gibt es für die 70 Kilo noch irgendwelche Extrapunkte? Und Sie meinen wirklich, die lassen mich für diese Aktion hier früher raus? Ich würde wirklich gern noch Zeit mit meiner Mutter verbringen. Verstanden. Die Geiseln kommen gerade einzeln heraus. Das verschafft Ihnen noch ein wenig Zeit. Los, beeil dich, Quang! Captain Chong, Sie gehen wieder rein! Ist das aufgrund Ihrer Tochter oder wollen Sie auch die übrigen Geiseln befreien? Was, Ihre Tochter ist da drin? Haben Sie Angst, wieder zurückzugehen?
Diese Reporter sind doch echt nicht zu fassen. Wenn die letzte Geisel draußen ist, gehen wir rein. Wir gehen rein, aber kommen wir auch wieder raus? Ich werde sie mit meinem Leben beschützen, versprochen. Ah. Und was ist, wenn sie draufgehen? War nur ein Witz. Ich mach mir gleich in den Anzug vor Angst. Kommen Sie. Und egal, was passiert, bleiben Sie direkt neben mir. Kleben Sie an mir dran. Und wenn er was fragt? Dann erzählen Sie ihm die Wahrheit. Was haben Sie mir eigentlich gerade in den Anzug gesteckt? Hab nur den Sitz überprüft. Ist gleich viel angenehmer. Hey, Arme hoch. Kumpel, das Teil hier hat keine Taschen. Oder übst du nur für einen Job bei der Flughafen-Security? Und? Ist alles dicht? Renn mit euch. Nun holen Sie uns hier raus, oder was? Sehen Sie sich das an! Können Sie das diesmal vielleicht ohne Kampf regeln? So langsam schlägt mir die Sache hier auf den Magen. Wo ist meine Tochter? Dad, ich bin hier oben! Aber mir geht es gut! Dad, sei vorsichtig! Hey, Captain, können Sie mich hier rausholen? Ich habe nämlich Höhenangst. Oder besorgen Sie uns auch so einen Anzug, dann können wir hier einfach rausspazieren. Wer überhaupt in diesem Teil? Was haben wir für komische Geräte um den Hals? Die machen merkwürdige Geräusche. Ich glaube fast, das sind Bomben. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist doch krank. John, es sind nur 11 Geiseln. Eine Person fehlt. Vielleicht ist sie noch irgendwo bei Ihnen da drin. Sie sind tatsächlich zurückgekommen. Ich habe Sie unterschätzt. Ich stehe immer zu meinem Wort. Und jetzt lassen Sie auch die anderen frei. Machen Sie das Ganze nicht noch schlimmer. Wir können alles unter uns klären. Ich will keine Kollateralschäden und es wäre ein Beweis für Ihre Gutmütigkeit. Das bin ich aber nicht. Der Rest bleibt hier. Und wir haben noch 18 Minuten. Wozu eigentlich diese Verkleidung? Was genau soll die bringen? Ist allein zu seinem Schutz. Hier drin gibt es keinen Schutz. Ich habe Ihr Wort, dass ihm nichts passiert. Er lebt doch auch noch, oder? Aber ist das auch wirklich Wei? Also runter mit dem Helm. Los, hilf ihm. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Okay, bleiben Sie ruhig und Sie auch! Hey, Captain, ich weiß, dass die irgendwas gegen mich haben, aber ich habe keine Angst mehr. Ich will kein Feigling sein. Bleiben Sie stehen! Ich muss den abnehmen. Ich ersticke sonst. Mir ist schon ganz schwindelig. Oh Mann, da bin ich! Xia Fu Wei. Der Typ, der damals die... Wieso ist der hier? Wei, los, aufsetzen! Kommen Sie, entspannen Sie sich, Captain. Was soll schon passieren, hä? Hat die Polizei Sie gezwungen? Nein, haben Sie nicht. Ich bin freiwillig hier. Ihr Plan hat funktioniert. Alle Beteiligten sind hier. Wollen Sie jetzt wissen, was damals passiert ist? Darauf warte ich seit 5 Jahren. Mmh. Yang, wann werden wir uns wiedersehen? Eins ist klar, Sie alle kennen dieses Mädchen. Und jetzt werden Sie verstehen. Sie war meine Schwester. Wir waren viele Jahre getrennt. Dann fand ich sie vor 5 Jahren wieder. Sie war immer der Grund, weshalb ich noch lebe. Ich kam nach China. Aber da war sie schon tot. Und aus diesem Grund sind Sie heute alle hier. Vor 5 Jahren ist irgendetwas passiert. Ich habe keine Ahnung was, aber Sie wissen es.
Also los, erzählen Sie es mir. Das ist ziemlich lange her. Was ist, wenn ich mich nicht mehr erinnere? Soll ich Ihnen helfen? Sagen wir, das sind Denkhalsbänder. Sagen Sie es, fällt mir gerade wieder ein. Gut. Wer will zuerst? Und danach dürfen wir dann gehen? Nicht jeder wird heute hier rauskommen. Und wer von uns wird es nicht schaffen? Das weiß ich selbst noch nicht. Das wird sich erst noch zeigen. Sagen Sie doch einfach, was Sie wollen. Dass endlich einer anfängt zu reden. Captain, das Dach ist massiver als angenommen. Und das Team macht sich Sorgen um den Lärm, den es verursacht. Sie hatten also recht. Ein Plan funktioniert so nicht. Spielen Sie ein bisschen auf Zeit. Tun Sie, was Sie können. Okay. Dann fange ich mal an. Warten Sie. Würden Sie freundlicherweise den Knopf aus dem Ohr nehmen, Captain? Ansonsten tue ich es. Tun Sie es. Wir finden einen anderen Weg hinein. Der Zugriff erfolgt in 15 Minuten. Bis dahin müssen Sie die Stellung halten. Und als erstes will ich Wes Version hören. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich hatte diese Idee schon seit langem. Ich sah, dass der Apotheker gerade abgelenkt war. Also nutzte ich die Gelegenheit. Also im Prinzip sind beide Produkte gleich. Hey, Süße. Nur das eine ist zum Einreihen, nicht tot, oder? Das andere zum Aufschluss. Landest du im Gasthaus zum Einreihen? Ich habe das nur für meine Mutter getan. Sie ist schwer krank. Und die Medikamente sind sehr teuer. Für uns unbezahlbar. Ich wollte da nur rein, das Zeug schnappen und wieder raus. Du kannst dich bei mir zu Hause wiegen. Ach, so ein Mist. Hast du auch so eine genaue Waage? Ich wollte fragen, wem die Brieftasche gehört. Ja, natürlich. Wem wollen Sie das denn bitte erzählen? Soweit ich weiß, waren Sie betrunken. Ich war angetrunken. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht erinnere. Es ist meine. Wie kommst du daran? Sie lag auf dem Boden, Sir. Du hast sie gestohlen! Nein! Weißt du, ein Papst, ich bin Freundin! Du wagst es nicht zu beklauen! Sie lag wirklich auf dem Boden! Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie ruhig. Dann, Erzählen Sie's. Dann... Ach, machen Sie schon! Soll ich die Geschichte für Sie weitererzählen? Verarsch mich sie nicht! Sie lag auf dem Boden, ich schwör's! Moment. Keine Bewegung. Und das hier, hä? Lag das auch auf dem Boden? Haben Sie vielleicht noch mehr gefunden? Sehen Sie sich das an. Ich bin ein ehrenhafter Mensch. Ich beschuldige niemanden einfach so. Sie sind ein ehrenhafter Mensch? Natürlich, ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen. Aber erzählen Sie auch die ganze Wahrheit? Was? Ich erinnere mich an jedes einzelne Wort von Ihnen. Das hier ist ein kleines Vermögen. Eine ganz schöne Beute, oder nicht? Und was jetzt, hä? Soll ich die Polizei rufen? Oder regeln wir das Ganze hier unter uns? Was haben Sie denn so anzubieten? Das können Sie vergessen. Der ist arm wie eine Kirchenmaus. Holen Sie die Polizei. Ja, Sie haben recht. Haben Sie doch Mitleid. Keine Polizei! Ich hatte einfach Schiss. Ich wollte keinen Ärger bekommen. Ach, wirklich? So wollten Sie also Ärger vermeiden? Hier ruft niemand die Polizei, verstanden? Sonst passiert was! Machen Sie es nicht noch schlimmer. Was wollen Sie denn? Das Medikament! Geben Sie es mir! Na los, geben Sie es ihm! Ich möchte einen Raubüberfall melden. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich einfach rausrennen sollen. Die drei hätten mich niemals aufgehalten. Aber stattdessen... Her mit dem Telefon! Er hat ein Messer! Los, eben her! Er ist ihn! Du sollst loslassen! Sie... Meine Schwester lag also hilflos am Boden. Kämpfte um ihr Leben. Und keiner hat ihr geholfen. Er stand viel näher dran als ich und er ist auch viel stärker als ich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich habe ja versucht zu helfen, ehrlich. Aber ich bin nun mal kein Kämpfer. Ich hatte keine Chance gegen ihn. Ich war die Einzige, die keine Angst hatte. Aber der da hat mich aus der Apotheke gezerrt. Hab ich gar nicht. Ach nein? Ich erzähle von jetzt an weiter. Mein Dienst war gerade vorbei. Bitte! Da überfällt einer die Apotheke! Ein Überfall! Halt! Keinen Schritt weiter! Ich meine es verdammt ernst! Der Mütze wollte was klauen und sie hat die Polizei... Der Kerl! Er wollte... Gehen Sie nach draußen. Geht weg! Haut ab! Ruf Verstärkung und einen Krankenwagen. Die Situation... Es war alles ganz einfach.
Der Geisel drohte akute Lebensgefahr. Hey, Bolle, bleib da stehen! Und Sie, Captain Chong, hätten alles mit einem gezielten Schuss beenden können. Ich schwör's! Das hätte niemals hingehauen. Wenn Sie so gehandelt hätten, wären wir alle nicht hier. Mein Job ist es, Leben zu retten. Also tat ich das einzig Richtige. Ich vergaß. Sie sind ja ein Freund der Worte. Es lohnt sich, immer zu reden. Aber Sie waren an diesem Tag vorbelastet. Durch einen Vorfall in der Familie. Seine Frau wurde von einem Auto angefahren und lag im Krankenhaus. Notfalloperation. Das Krankenhaus und seine Tochter versuchten, ihn zu erreichen. Ben Chong? Was? Ich verstehe. Hör auf zu telefonieren! Ich bin auf dem Weg, Hey! Ja. Und dadurch verlor Wei die Geduld. Leg auf! So, ja, ich komme. Trick sein? Denkst du, ich blöffe nur? Und der restliche Verlauf ist Geschichte. Captain Chong, was ist da drin passiert? Können Sie uns Auskunft geben? So soll es passiert sein, hä? Was macht Sie da so sicher? Ja, Sie waren doch gar nicht dabei. Sie haben keine Ahnung. Sie wollen die Wahrheit? Das, was passiert ist? Das, was Miao Ihnen vielleicht erzählt hat, stimmt so nicht ganz. Ihre Mutter hatte an diesem Tag sehr hohes Fieber. Aber da ich arbeiten musste, konnte ich nicht mit ihr ins Krankenhaus. Also nahm sie sich ein Taxi. Und dann passierte der Unfall. Ich ging nicht ans Telefon, aber ich wusste, dass etwas passiert war. Ich fühlte mich regelrecht benommen. Er sah wirklich angeschlagen aus. Ganz ruhig, reden wir darüber. Als ich zurückrief, wurde mir gesagt, was passiert ist. Ich fuhr ins Krankenhaus, aber meine Frau war bereits tot. Ich wollte meiner Tochter alles erklären, aber sie wollte mir weder zuhören noch vergeben. Ich stand also da und bot ihm an zu reden. Ich brauche die Medizin für meine Mutter. Das verstehe ich, aber das ist der falsche Weg. Ich sage Ihnen, was wir jetzt tun. Lassen Sie die Frau aus dem Spiel. Um sie geht es doch gar nicht. Zeigen Sie Ihren guten Willen. Und wenn Sie etwas Gutes für mich tun, tue ich etwas Gutes für Sie. Können Sie mich nicht einfach laufen lassen? Ich wollte das alles nicht. Und das meinte er auch ernst. Ihre Schwester war zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Ich hatte nie vor, sie zu verletzen. Als plötzlich... Und damit konnte niemand rechnen. Das ist die Wahrheit. Vor der Tür war ein tierischer Lärm und trotzdem hörte ich ihre Schwester deutlich reden. Na los doch. Töten Sie mich. Was soll sie gesagt haben? Zuerst habe ich gedacht, ich habe mich nur verhört, aber... Was haben Sie gesagt? Haben Sie das auch gehört? Ich hörte, wie sie es schrie. Diesmal laut und deutlich. Was haben Sie gesagt? Töten Sie mich! Lassen Sie das! Sie sind verrückt! Ich war das nicht! Ich hab nichts gemacht! Sanitäter! Sie hat sich selbst die Kehle durchgeschnitten und ist verblutet. Das ist die Wahrheit, die Sie wollten. Sie wollen also sagen, dass das mit meiner Schwester Selbstmord war? Ja, genau das war's. Ich hätte ihr niemals was antun können. Sie hat einfach meine Hand gepackt und, glauben Sie mir, wenn ich es rückgängig machen könnte, dann würde... Und wieso sollte ich Ihnen glauben? Ich glaube Ihnen. Sie standen draußen vor der Tür. Ich weiß, wieso sie in der Apotheke war. Sie wollte sich Pillen kaufen, okay? Was für Pillen? Was für Pillen, verdammt! Sagen Sie es ihm. Hä? Er will die Wahrheit hören. Hey, was soll denn das? Ich will nur sehen, ob es dicht ist. Ich setze es auf die Rechnung, ja? Von mir aus. Und, ist es dicht? Schlaftabletten, bitte. Nur auf Rezept. Ich habe kein Rezept. Schlaftabletten sind vom Gesetz her verschreibungspflichtig und ich tue nichts Ungesetzliches. Doch an diesem Tag... Soll ich vielleicht weitererzählen? Hören Sie, junge Frau. Es geht mich persönlich ja nun wirklich nichts an. Aber wenn Sie vorhaben, sich... Ja oder nein? Was? Ja, aber klar, natürlich. Das ist mehr als genug Geld. Ich werde Ihnen ein paar Packungen... Was ist denn jetzt? Ja, sofort. Warten Sie kurz. War's das? Klar. Da haben Sie ja ganz schön was weggelassen. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden? Also im Prinzip sind beide Produkte gleich. Das willst du doch nicht wirklich tun, oder? Das andere zum Aufspaß. Wenn das schief läuft, landest du im Krankenhaus. Sie pumpen dir den Magen aus und du fühlst dich noch beschissener, glaub mir. Und sie haben ihr noch was gesagt? Nein. Sieh mal einer an, ein Unschuldsengel. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, was sie ihr noch sagten. Was ist der Grund, die Liebe? An sowas glaube ich nicht mehr. Es gibt viele andere hübsche Jungs, weißt du? Ich bin aber nicht so eine wie sie. Hältst dich wohl für was Besseres, ha?
Ist das wirklich dein Ernst, Mädchen? Und ich wollte dich davon abhalten. Tu's doch. Scheißegal. Wieso sollte ich das gesagt haben? Ich habe es selber gehört. Glaub mir, Young, das habe ich nicht gesagt. Ich habe alles versucht, um mir die Sache auszureden. Das Ihre schwört. Schwester hat sich umgebracht, weil sie es ihr gesagt hat. Halten Sie die Klappe. Sie haben ihr verbotenerweise Schlaftabletten verkauft. Ja, das kann ich bestätigen. Die stecken noch beide unter Das reicht jetzt. Ich habe genug. Beruhigen Sie sich. Es ist in der Tat so, dass bei ihr Schlaftabletten gefunden wurden. Das bedeutet noch gar nichts. Außerdem hat sie nicht genommen. Sie hat einen anderen Weg gewählt, wie Sie jetzt erfahren haben. Und ich weiß wieso. Hey, behalten Sie das für sich. Viele Frauen bringen sich für einen Mann um. Es gibt noch mehr Gründe für Suizid. Hey, Mr. Wu. Glauben Sie es mir, ich habe selber versucht. Heute weiß ich, dass Schon es das gut. nicht wert ist, aber wenn man jung ist, begreift man das nicht. Mr. Wu, ich kann sehr gut verstehen, wie Sie sich fühlen. Es war ohne Zweifel hart für Sie, nicht zu wissen, was passiert ist. Sie war alles, was Sie noch hatten. Und Sie wollten für Sie da sein, habe ich recht? Ich hätte an Ihrer Stelle genauso gehandelt, hätte alles daran gesetzt, rauszufinden, was passiert ist, und versucht, Sie zu rächen. Glauben Sie mir. Ihnen bleiben noch 5 Minuten. Sie warten seit Jahren auf den Moment, den Mörder Ihrer Schwester in die Finger zu kriegen und zu bestrafen, nicht wahr? Ich zweifle ja nicht an Ihrer Methode. Ich zweifle eher an Ihrem Ausschlussverfahren. Sie sind also alle unschuldig? Ja, denn das, was Sie sagte, ergibt einen Sinn. Der da wäre? Da war etwas, wovon Sie garantiert wussten. Ihre Schwester war schwanger, Young. Ich sehe es an Ihren Augen, dass es nichts Neues für Sie ist. Sie hat Ihnen also Ihre Schwangerschaft gebeichtet. Ich will nicht darüber reden. Dann hören Sie nur zu. Aufgrund Ihrer Schwangerschaft stellten wir Nachforschungen an, aber fanden keine Heiratsunterlagen. Und ein möglicher Vater wurde leider auch nie gefunden. Sehen Sie, was ich meinte? Ich hatte recht. Diese Menschen hier sind nicht die Schuldigen, die Sie suchen. Und selbst wenn Sie den Vater des Kindes zur Verantwortung ziehen Sie wollen sie doch nur retten. Ich will sie zur Vernunft bringen. Selbst wenn Sie recht hätten, es ist zu spät. Das hier ist eine Art Gerichtsverhandlung. Ja, und jeder von Ihnen ist schuld. Es liegt nicht in Ihren Händen, dass Sie... Sie als Polizist sahen zu, wie meine Schwester vor Ihren Augen starb. Ich habe Fehler gemacht, ja. Xia Fu Wei, sie starb durch Ihr Messer. Denken Sie, 10 Jahre Gefängnis machen das wett? Es war nicht meine Schuld. Neo und Lan, Sie haben einfach zugesehen. Sie sind ebenso schuldig. Was hätte ich denn tun sollen? Ich kannte diese Frau doch gar nicht. Das ist nicht fair von Ihnen. Hör zu, Young, wenn du mich für Ihren Tod bestrafen willst, dann machst du einen Fehler. Ich habe noch versucht, Sie davon abzuhalten. Also such die Schuld bei jemand anderem. Und was ist Ihre Ausrede? Helm aufsetzen. Sie haben meiner Schwester für einen kleinen Gewinn den Tod verkauft. Ich gebe zu, das war nicht korrekt. Aber sie ist nicht an den Schlaftabletten gestorben. Kein Zugriff! Ihre Männer sollen die Waffen runternehmen, Young! Tun Sie, was ich sage! Young Wu, wir kommen hier alle lebend raus, wenn Sie sich ergeben! Kein Zugriff! Hören Sie auf zu jammern, sonst werde ich Sie töten! Der Anzug ist echt gut. Ich meine es ernst, weg mit den Waffen! Wie ich schon sagte, das Leben ist wie ein Cocktail. Erst wenn du es gekostet hast, weißt du, ob es dir schmeckt oder nicht. Genau im richtigen Moment. Darf ich ihn vorstellen? Das ist Kun, Barkeeper und Sprengstoffexperte. Mein Bein! Oh Gott! Nein, nein, tut es bitte! Nein. Nein. Entspannen Sie sich, das sind nur Attrappen. Aber keine Sorge, Sie entkommen Ihren Strafen nicht. Bitte, verschonen Sie uns! Sie hätten mich gerade ausschalten lassen können. Ich wollte, dass Sie begreifen, dass ich Sie retten will. Dafür ist es zu spät. Es ist niemals zu spät. Sie waren Mais Liebe, habe ich recht? Wie meinen Sie das? Ich fand ein halbes Foto unter Ihren persönlichen Dingen. Darauf war ein tätowierter Unterarm zu sehen. Sie haben es zwar verändern lassen, aber ich kenne die Rose ganz genau. Erklär's mir. Stimmt das? Jetzt, da die Katze aus dem Sack ist, kann ich's dir ja beichten. Es stimmt. Er hat recht. Erstaunlich. Ich dachte, du wärst verschwunden. Stattdessen bist du hier und arbeitest für mich. Warst mein Vertrauter. Und jetzt richtest du eine Waffe auf mich? Was hast du vor? Ich wollte sehen, ob du Mays Tod wirklich rächst. Dann trifft es sich ja gut.
dass du auch hier bist. Anfangs hatte ich einige Zweifel, aber ich stelle mich meinem Schicksal. Wenn du mich für alles bestrafen willst, werde ich es akzeptieren. Dann genieße die letzten 2 Minuten deines Lebens. Aber vergiss nicht, du trägst genauso Schuld an ihrem Tod. Schwachsinn. Du hattest von Anfang an etwas dagegen, dass May und ich uns lieben. Ich war dir wohl nicht gut genug, aber wir waren füreinander bestimmt und glücklich. Dann wurde sie schwanger, erzählte dir davon und du hast ihr geschworen, dass du mich suchst und tötest. Du hast ihr das Herz gebrochen mit einem falschen Stolz. Deshalb dachte ich, es wäre besser, sie zu verlassen. Ich hatte es ihr genau an diesem Tag gesagt. Sie rannte weinend davon, ich hinterher. Dann sahen wir uns ein letztes Mal in die Augen. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich etwas antut. Ich muss damit leben, dass sie an ihrer Liebe zu mir gestorben ist. Dabei wäre es mir lieber, sie hätte mich gehasst und wäre noch am Leben. Aber ein gebrochenes Herz lässt sich nicht reparieren. Das weißt du genau, oder? Worauf wartest du? Ich hab's verdient. Nein, ja. Ich habe es mehr verdient als du. Also werde ich als Erster sterben. Sie haben wohl Ihren Zug verpasst. Der gehörte nie zum Plan. Es sollte anders laufen. Aber Sie haben alles ruiniert. Gehört es auch zum Plan, meine Tochter damit reinzuziehen? May wurde damals auch einfach so reingezogen. Das gibt Ihnen nicht das Recht, über ein anderes Leben zu entscheiden. Stehen bleiben! Sie hätten meine Schwester retten können. Wenn Sie sich jetzt an mir rächen würden, würde Ihnen das Ihre Schwester auch nicht wieder zurückbringen. Genau deswegen sind wir ja hier. Nichts bringt meine Schwester zurück. Wozu dann dieser ganze Wahnsinn? Hilf mir! Ich bitte Sie. Lassen Sie meine Tochter gehen. Welche Ironie. Wir haben hier die gleiche Szene wie vor 5 Jahren. Schalten Sie mich aus und retten Sie Ihre Tochter. Dann haben Sie gewonnen. Wenn nicht, könnte ein Unfall passieren. Nehmen Sie mich und lassen Sie Miao gehen.
Denken Sie, wenn ich Sie gehen lasse, dann ist alles vorbei? Nein, Sie werden sich für alles verantworten müssen. Her mit der Waffe! Nein, Dad, mach das nicht! Er schießt ihn los! Her mit der Waffe! Also gut! Ja, Sie haben recht. Einer von uns wird sich verantworten müssen. Denn wir tragen beide Schuld an Ihrem Tod. Allerdings bin ich derjenige, der nichts mehr zu verlieren hat. Wenn. Bereit für ein letztes Spiel? Da ist genau eine Patrone im Lauf. Schießen Sie auf mich, könnte es sein, dass ich Ihrer Tochter noch die Kehle aufschlitzen kann. Schießen Sie auf sich selbst, wird die Geisel überleben. Bitte hör nicht auf ihn, bitte, Dad! Schießen Sie auf mich, könnte es sein, dass ich Ihre Tochter noch die Kehle aufschlitzen kann. Schießen Sie auf sich selbst, wird die Geisel überleben. Wenn Sie nicht schießen, bevor der Zug kommt, töte ich Ihre Tochter. Wer stirbt und wer lebt, liegt in Ihren Händen. Ich kam zu spät ins Krankenhaus, weil ich versucht habe, ein Leben zu retten. Es tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Leider habe ich doppelt verloren. Captain, der Zug kommt gleich. Ich trage die volle Schuld am Tod Ihrer Schwester. Ich will nur, dass meiner Tochter nichts passiert. Versprechen Sie mir, dass Sie mich auch gehen lassen, sobald ich getan habe, was Sie verlangen. Ja. Und jetzt zeigen Sie mir, dass Sie alles für Ihre Tochter tun würden. Okay. Ich gebe Ihnen 10 Sekunden. Bitte, Dad, nein! 10, 9, 8. Du hattest recht. 7. Ich war als Vater ein Vollversager. 6. Ich konnte dir weder die Zeit... 5. ...noch die Sicherheit geben, die du gebraucht hättest. Alles. 3. Was ich dir jetzt noch geben kann... 2. ...ist mein Leben für deins. Hatte ich ganz vergessen. Die Patrone aus dem Lauf hatte ich auch entfernt. Denn wir tragen beide Schuld an ihrem Tod. Ich habe auch Tricks drauf. Chong, Sie haben gewonnen. Los gehen Sie. Lauf zum nächsten Bahnhof. Ich gehe nicht ohne dich. Ich brauche hier Verstärkung. Tu, was ich dir sage. Los! Lauf! Schneller! Was wollen Sie noch von mir? Ich muss Sie verhaften. Sagen Sie einfach, ich wäre entkommen. Ich habe alles verloren. Wozu noch weiterleben? Yang-Wu, tun Sie das nicht! Sie werden mich nicht daran hindern! Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt! Ich allein bestimme, wie es zu Ende geht. Also verschwinden Sie!还要继续坚守，忠于自己的战斗。Captain Chuck,
Es wird alles gut. Ich hab sie. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin hier, ganz ruhig. Haben Sie die Weiche umgelegt? Ja. Und gerade rechtzeitig. Was ist mit meiner Tochter? Meine Tochter. Ich verstehe sie nicht. Fühlt es sich auch an. Die Geiseln sind alle am Leben. Also machen Sie sich keine Sorgen mehr. Was ist mit Jeff Away? Oh, das ist ein zäher Bursche. Achten Sie schön auf ihn. Dad, du bist ein Held. Also kein Vollversager. Dir geht's wohl wieder gut, was? Könnten wir uns nächstes Mal nicht in einer Bar treffen? Yang Wu sagte noch, die erste Runde geht an Sie. Und das hier auch. Mit den Worten auf Wiedersehen. Doppelklappe! Und wehe, du erwischt meine Nase. Ja. Oh, Mist. Ich dachte, wir nehmen eine Attrappe. Oh! Schon gut. Mach doch mal, du packst zu wie ein Mädchen. Falscher Text, raus. Ja. Jackie, du hast deine Schützer noch auf. Oh. Warte mal, sonst sieht man deine Popel so. Wir wollen doch jugendfrei bleiben. Ja, so ist gut. So ist gut. Dein Gesicht genau in dem Bereich. Merk dir die Stelle. Dein Riesenrüssel. Wie soll ich denn gucken? Verträumt? Nachdenklich vielleicht? Oder angestrengt? Oder entspannt? Gleichgültig? Sag was. Dieser Zwiebelheini gibt dir... Nein, wie heißt das Wort? Nicht Zwiebelheini. Los, komm, hilf mir. Zwielichtige. Das Wort heißt Zwielichtige. Okay, ganz einfach. Kann sie das nicht sagen? Dieser Mann ist nicht gut für dich. Sieh dir doch an, was für ein Gewäsche hier... Geschäft, Geschäft, es heißt Geschäft. Ich bekomme das hin. Glaub mir, ich bekomme das noch hin. Halt ihn zusammen, Jackie. Dieser zwielichtige Heini. Ja! Probier's mal mit Gemütlichkeit mit. Ich hab ja gesagt, ich lerne das noch. Man muss mir nur genug Zeit geben. Der Mann ist nicht gut für dich. Dieser zwielichtige Heini, seht ihr? Jetzt kann ich das Wort so gut, dass ich es überall einbaue. Was sollte ich eigentlich sagen? Stell dich genau dahin. Und dann, die müssen noch die Schärfe ziehen. Ja, ist klar. Er hat mir das Wasser hingelegt. Das hat richtig gescheppert. Volle Kanne. Was war denn los? Hat er sich gestoßen? Hey! Der Dings ist dran. Du bringst das aber auch voll trocken rüber. So, hier. Dings ist dran. Der Chief ist dran. Packst du so auf Weihnachtsgeschenke ein? Jetzt ist das professionell. Das ordentlich. Kann nicht sein. Hat ja Sandy gesagt. Da ist er ja wieder, der Held. Lässt du mich bitte erstmal meinen Text aufsagen? Ja, stimmt. Mach das nochmal und ich hau dir eine. Ach, wer hat das denn so festgezwirbelt? Oh. Geht schon, kein Problem. Ja! Lass
Mal sehen. Geht's? Das war voller Körpereinsatz. Sieht übel aus. Da sagt doch mal einer Schauspieler, würden nur in Strumpfhosen auf irgendwelchen Bühnen rumhüpfen. Warte, ich hab's gleich. Oh!